Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buffleb und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Bist du häufig müde, abgeschlagen, down oder kannst dich nicht richtig konzentrieren? Oder du denkst, mein Immunsystem ist nicht auf 100%, ich kann nicht so richtig performen? Dann ist das Video mit Vitamin D genau das Richtige für dich. Vitamin D ist ein Vitamin, wenn es umgewandelt wird, sogar ein hormonartiges Vitamin. Man nennt es auch das Sonnenvitamin. Und warum nennt man es das Sonnenvitamin? Weil es in unserem Körper selber gebildet wird durch die Einwirkung von Sonne. Es ist aus dem Bestandteil Cholesterol, wird es über verschiedene Stufen dann mit Hilfe des Sonnenlichts erst gebildet. Und das ist extrem wichtig zu wissen, weil 80-90% entsteht durch die Sonne und durch die Nahrung können wir es kaum supplementieren. Nahrungsmittel erhalten sehr, sehr wenig Vitamin D und die einzigen, und die habe ich hier auch mit aufgeschrieben, die wirklich genügend Vitamin D enthalten, und das sind 20 Mikrogramm, also 800 internationale Einheiten Vitamin D, die haben dann zum Beispiel ein Eigelb. Ein Eigelb am Tag hat über 20 Mikrogramm. Dann fettiger Fisch, also 150 Gramm Lachs ist hier auf jeden Fall zu empfehlen. Und 100 Gramm Steinpilze haben das auch. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, bei meiner Oma war das so. Ich musste früher als kleines Kind immer Lebertran zu mir nehmen, so ein Esslöffel Lebertran, und das war wirklich nicht so lecker. Und warum habe ich das eigentlich machen müssen? Ich habe es damals nicht so verstanden, aber als Kind, besonders als Säugling und als Kleinkind, da hast du noch nicht so viel Kontakt mit der Sonne. Und wenn du als Kind Vitamin D-Mangel hast, dann hast du ein Problem, dann kannst du eine Rachitis bilden. Eine Rachitis ist gekennzeichnet, dass du weiche Knochen bekommst als Kind, dass du O-Beine oder X-Beine bekommst, dass das Lernen des Gehens, und auch das Lernen des Sitzens sehr, sehr verzögert eintritt, dass deine Immunabwehr als Kind sehr schlecht ist, das heißt, du bist häufig krank. Und was auch ganz krass ist, sind diese Krämpfe, ja, die dann entwickeln können. Und deswegen habe ich früher immer Lebertran bekommen. Heute ist es für Säuglinge sehr, sehr angenehm. Ab der ersten Lebenswoche bis zum 12. Lebensmonat wird automatisch vom Kinderarzt Vitamin D-Tabletten verschrieben. Die lösen sich auch sehr gut in der Muttermilch auf und die werden sehr, sehr gerne genommen, weil dadurch die Rachitis einfach verhindert werden kann. Es ist sogar so weit, dass manche Kinderärzte empfehlen, über den Winter, wenn man bis zum zweiten Lebensjahr das Ganze nehmen sollte, über den Winter dann nochmal Vitamin D weiterhin nimmt. Das ist bei vielen Kinderärzten im Moment auch der Fall. Wichtig ist, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Und fettlösliche Vitamine kann man überdosieren. Die können nicht, wenn man das überdosiert, sehr einfach ausgeschieden werden. Und wenn es zu einer Überdosierung kommt, dann haben wir im schlimmsten Fall ein Nierenversagen. Aber zu Beginn hast du Übelkeit, Erbrechen, starke Kopfschmerzen, Durstgefühl, ein erhöhtes Kalzium in deinem ganzen Körper. Und deswegen einfach auch dieser Durst an sich. Und deswegen Überdosierung bei Vitamin D ist möglich und man sollte dann über mehrere Tage das dann behandeln lassen, wenn das mal überdosiert ist, weil das muss beobachtet werden. In Deutschland haben wir im Winter über 80% der Menschen einen Vitamin D-Mangel. Und wie kann man das überhaupt testen? Man testet es im Blut. Das ist über das Calcidiol. Das ist eine Vorstufe des Vitamin Ds. Und das besagt, okay, haben wir genügend Vitamin D? Und wir haben ja gesagt, okay, bist du müde, abgeschlagen, und Vitamin D ist unglaublich wichtig fürs Immunsystem. Das hat viele Studien gezeigt. Der Hauptanker ist natürlich der Knochenaufbau, die Skelettmuskulatur, und für Frauen, für Menschen mit dunkler Haut, für die Säuglinge, die haben wir ja schon gehört,
Oder auch für Ältere ist es sehr, sehr wichtig, dass man auf den Vitamin-D-Wert achtet. Weil durch die Vitamin-D-Konzentration im Blut das Kalzium in unsere Knochen eingelagert werden kann. Und nur dann haben wir auch starke Knochen. Und Osteoporose ist häufig bei Frauen, haben wir das Problem, dass zu wenig Vitamin D gebildet wird. Deswegen meine Empfehlung, bevor man überhaupt Vitamin D einnimmt, bitte den Blutwert bestimmen lassen beim Arzt. Und dann kann man ganz gezielt gucken, okay, wie viel muss man einnehmen und welches Produkt nehme ich. Weil da gibt es auch ganz große Unterschiede von Produkt zu Produkt. Also, wenn sich das Thema Vitamin D oder grundsätzlich Vitamine interessiert, dann lass mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und schreib mir in die Kommentare, was dich noch interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dein Frank. Mach's gut.